Sollen wir wirklich noch weiterdrehen, Richter? Ja, natürlich. Sie haben es gerettet, die Mädchen. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Emily. Oh, doch, das habe ich, Medford. Weißt du, Emily, es hat doch keinen Sinn, dass wir in feindlichen Lagern stehen. Wir könnten doch hier ohne weiteres zusammenherrschen. Ich bewundere Machtmenschen. Ganz besonders, wenn es Frauen sind. Sie hat ihn geschlagen, von denen, die man in der Abstellkammer den Kopf gehauen. Merken Sie sich das gefälligst, Dr. Brewster? Ich gebe Ihnen den guten Rat, mich nicht zu unterschätzen. Und wenn Sie mich gewinnen wollen, dann appellieren Sie an meinen Verstand und nicht an meine Lippen. Das war's. Okay, Bandstopp. Ja, aber du wolltest doch, dass ich sie küsse. Ich sag Ihnen, Mr. Carlyle, das war einfach Instinkt. Mir fiel plötzlich ein, dass Sie zu mir gesagt hatten, die Figur müsste bedrohlicher das sein. Das war ein guter Instinkt. Finden Sie? Wenn hier einer für den Instinkt verantwortlich ist, dann ich, ja? Ich muss sagen, Sie haben einen fabelhaften Instinkt. Aber wenn Sie das nächste Mal etwas ändern wollen, dann besprechen Sie das zuerst mit mir. Verstanden? Oh. Ja, es war falsch von mir, es nicht zu tun. Gut, es gibt. Okay. John, fabelhaft. Ganz fabelhaft. Ja, danke schön. So, es geht weiter. Die siebte Szene. Im Korridor.